Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute wieder zu einer Regelerklärung. Diesmal Phase 10. Wie immer gibt es die ausführliche Regelerklärung inklusive Aufbau und Spielablauf. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, bitte ab in die Kommentare. Für 2 bis 6 Spieler ca. 60 Minuten und ab 10 Jahre. Verlieren wir keine Zeit und legen wir auch los. Auf geht's! Kurze Übersicht und Ziel des Spiels. Wir spielen unterschiedliche Phasen, insgesamt 10 Stück. Wir alle starten im ersten Spiel in der Phase 1. Wer es beim ersten Spiel schafft, kommt dann in Phase 2. Wer es im ersten Spiel nicht schafft, der bleibt in Phase 1. Und so geht es immer weiter. Im nächsten Spiel starten dann einige in Phase 2 schon und andere noch in Phase 1. Und so geht es weiter. Wer zuerst Phase 10 erreicht hat, der gewinnt das Spiel. Die Phasen werden von Mal zu Mal schwerer. Und nochmal wichtig, wer eine Phase erfolgreich auslegen konnte, dazu kommen wir gleich, darf dann im nächsten Durchgang in der neuen Phase starten. Es ist oft im Spiel so, dass wir in unterschiedlichen Phasen uns befinden. Kommen wir jetzt zur Spielvorbereitung. Jeder Spieler bekommt 10 Karten und eine Übersichtskarte über die Phasen. Die übrigen Karten werden in die Tischmitte gelegt und die erste Karte kommt auf den Ablagestapel. Der Spielverlauf. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt und der Spieler links vom Kartengeber beginnt. Wer an der Reihe ist, muss genau eine Karte aufnehmen. Entweder die offene vom Ablagestapel oder die verdeckte vom Nachziehstapel. Wenn du das gemacht hast, kannst du deine Phase auslegen, und zwar in der du dich aktuell befindest. Du legst dann die Karten aus, dazu später aber mehr. Anschließend musst du wieder eine Karte von deiner Hand auf den Ablagestapel legen. Dann ist der nächste Spieler dran. Er muss dann wieder eine verdeckte oder eine offene Karte nehmen, kann dann eine Phase, wenn er eine komplett hat, von seiner Hand ausspielen und am Ende seines Zuges muss er wieder eine Karte von der Hand auf den Ablagestapel legen. Jeder Spieler versucht während seiner Runde die Phase, in der er sich gerade befindet, das kann ja unterschiedlich sein, auszulegen. Gelingt ihm dies, so muss er sich anschließend an der darauf folgenden Phase versuchen. Sprich, in Spiel 2 muss er dann nicht mehr Phase 1 schaffen, sondern Phase 2. Schafft ein Spieler die Phase, in der er sich befindet, in Spiel 1 nicht, so muss er in Spiel 2 sich in der gleichen Phase nochmal versuchen. Sprich, wenn du es nicht schaffst, zwei Drillinge auszulegen, musst du im Spiel 2 nochmal mit zwei Drillingen beginnen. Alle anderen, die es geschafft haben, starten dann in Phase 2 und müssen einen Drilling und eine Viererfolge machen. Kommen wir zu einer Beispielrunde. Ich bin dran, muss eine Karte ziehen. Ich nehme die 7. Jetzt kann ich eine Phase auslegen. Ich habe hier einen Drilling und habe hier einen Drilling. Im Übrigen, Sterne sind Joker. So, habe geschafft, meine Phase auszulegen. Jetzt könnte ich noch zusätzliche Karten ablegen, dazu später aber mehr. Am Ende meiner Runde muss ich dann noch eine Karte auf den Ablagestapel legen. Und da packe ich die 2 hin. Jetzt ist der nächste Spieler dran und so weiter, bis ich wieder dran komme. Auch noch wichtig, die Phasen müssen in der vorgegebenen Reihenfolge abgehandelt werden. Man kann also sich nicht aussuchen, welche man macht, sondern man fängt bei 1 an und bei 10 hat man dann gewonnen. Kommen wir jetzt zu den Phasen. Die 10 Phasen verlangen 3 unterschiedliche Arten von Kartenkombination. Nummer 1, die Zahlenwerte müssen gleich sein, die Farbe ist egal. Nummer 2, eine Zahlenfolge. Die Zahlen müssen zusammenhängend sein, die Farbe ist egal. Und zuletzt Nummer 3, 7 einer Farbe, die Zahlenwerte sind egal. Sie müssen nicht in einer Reihenfolge sein. Auch noch wichtig, man muss immer eine Phase komplett auslegen. Ich dürfte jetzt nicht bei den 2 Drillingen zuerst den einen Drilling und viel später den zweiten Drilling. Immer komplett in seinem Zug. Hat ein Spieler eine Phase ausgelegt, muss er versuchen, seine Handkarten loszuwerden. Dazu darf er immer, wenn er an der Reihe ist, ein oder mehrere passende Karten sowohl an seine eigene Auslage
als auch an einer anderen Auslage anlegen. Hierzu ein Beispiel. Ich bin dran, muss eine Karte ziehen. So, ich habe ausgelegt und der andere Spieler auch. Jetzt muss ich versuchen, diese drei Karten loszuwerden. Hier könnte ich eine 7 anlegen, habe ich nicht. Hier eine 3, habe ich nicht. Eine 9, habe ich nicht. Hier eine 3 oder eine 8. Ich lege eine 8 an. Mehr kann ich nicht. Jetzt lege ich die 8 ab und meine Runde ist beendet. Jetzt ist der nächste Spieler dran. Und wenn ich wieder dran komme, ziehe ich wieder eine Karte und schaue, ob ich sie jetzt anlegen kann. Kann ich nicht. Lege ich wieder ab. Dann bin ich wieder dran, ziehe eine Karte, habe jetzt eine 9. Die darf ich hier anlegen und lege meine letzte Karte auf den Ablagestapel und habe damit die Runde beendet. Unser erstes Ziel ist es, dass wir alle Karten für unsere Phase haben, die dann auslegen und danach versuchen, unsere Hand loszuwerden. Wer das zuerst schafft, gewinnt die Runde. Wie schon erwähnt, es gibt Joker-Karten. Sie kann für jede Karte eingesetzt werden, um eine Phase zu vervollständigen oder Karten an beliebigen anderen Phasen anzulegen. Dann kommen wir zur Aussetzen-Karte. Wird wie die letzte Karte seines Zuges gespielt, nur nicht hierhin, sondern vor einen Spieler. Dieser Spieler muss dann in der nächsten Runde aussetzen. Wenn der Spieler dann dran ist, als Aktion nimmt er sich die Aussetzen-Karte und schiebt sie unter den Stapel. Ein Durchgang ist beendet, so wie schon erwähnt, sobald ein Spieler seine letzte Karte abgelegt hat. Alle anderen Spieler zählen dann ihre Handkarten und notieren das Ergebnis auf dem Wertungsblock. Die Wertung: alle Karten 1 bis 9 5 Punkte, alle Karten 10 bis 12 10 Punkte, Aussetzen 15 und die Joker-Karte 20. Das notieren wir dann in unserer Spalte. Das sind selbstverständlich Minuspunkte. Man möchte so wenig Punkte wie möglich haben. Die Punkte sind total egal, wenn du als Einziger Phase 10 erreicht hast und die anderen niedriger sind. Aber wenn zwei Leute Phase 10 erreichen, zählt, wer die wenigsten Minuspunkte hat. Dann geben alle Spieler ihre Karten wieder ab und es wird neu gemischt. Der Startspieler wird dann der neue Geber, teilt wieder jedem 10 Karten aus und die nächste Runde kann beginnen. Und dann beginnt jeder in der Phase, in der er sich aktuell befindet. Hat man seine Phase nicht geschafft, muss man wieder mit der Phase beginnen und die Leute, die es geschafft haben, beginnen mit der nächsten Phase. Das kann man auch sehr gut hier eintragen, in welcher Phase man sich aktuell befindet. So kommt man nicht durcheinander. Kommen wir jetzt noch kurz zu den speziellen Regeln. Zwischen 12 und 1 gibt es keine direkte Verbindung. Wenn zwei Drillinge in Phase 1 gefordert sind, darfst du nicht drei Drillinge auslegen. In Phase 8 ist der Joker die Farbe, die du haben möchtest. Bereits ausgespielte Joker, so wie hier, können nicht ersetzt und wieder auf die Hand genommen werden. Sie bleiben immer liegen. Ein Joker kann nicht als Aussetzenkarte gespielt werden. Und ein Spieler darf höchstens eine Aussetzenkarte vor sich liegen haben. So, das war die ausführliche Regelerklärung zu Phase 10. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaut auch gerne meine anderen Regelerklärungen. Ich freue mich über ein Abo, einen Daumen hoch und wie immer, wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße, euer Robert.